Wer rastet, der rostet. Diese Volksweisheit lässt sich gut auf das Berufsleben übertragen. Stetige Weiterbildung ist in vielen Berufsgruppen ein Muss, auch für die Versicherungsvermittler. Darum fand am 9. November das fast schon traditionelle Versicherungsvermittlerforum in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg statt. Auch die 7. Auflage der Veranstaltung war gut besucht und wartete mit hochkarätigen Vorträgen auf. Die Begrüßungsworte gebührten aber Dr. Jürgen Ude, einem der Vizepräsidenten der IHK, der das Engagement der Vermittler lobte. Im Rahmen von Gesprächen mit Ihnen und Ihren Kollegen zeigen Sie uns immer wieder auf, dass Sie stets nach Möglichkeiten suchen, Ihr Fachwissen aktuell zu halten und zu erweitern, sowie Ihre Kompetenz zur Kundenberatung im Sinne eines lebenslangen Lernens immer weiter zu stärken. Auch der Vorsitzende des Bezirksverbandes Magdeburg, des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, Robert Stehr, fand einleitende Worte, um seine Berufsgenossen zu begrüßen. Er nahm eines der Vortragsthemen vorweg und sprach den Schwerpunkt der Digitalisierung an. Dieses Thema wird uns sicherlich noch die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, begleiten. Die Flut von Regulierungen wird sicher nicht weniger werden. Und trotzdem sehe ich unsere Zukunft insgesamt positiv. Man muss nur schauen, wie man mit den neuen Herausforderungen umgeht und diese für sich selber annimmt. Ihm folgte ein Vortrag von Matthias Kroll und Christian Hase, die sich mit dem Thema der Unternehmensnachfolge befassten. Ein durchaus relevantes Thema, der demografische Wandel macht auch vor Versicherungsvermittlern keinen Halt. Und ich bin ja auch hier, weil ich mich erstmal im Vorfeld kundig machen möchte, wo gibt es Aspekte, an die ich vielleicht nicht gedacht hätte. Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute, Michael Heinz, hatte ein wichtiges Thema zur Zukunft der Versicherungsvermittler beizutragen, die Digitalisierung. Auch für Versicherungsvermittler ein neues Feld, auf dem sie sich entsprechend repräsentieren und bewähren müssen. Es gilt also stets aktuell zu bleiben, denn sie wissen ja, wer rastet, der rostet.